So, herzlich willkommen, herzlichen Dank für eure Einladung, Andrea und Klaus. Gerne. Ich bin bis jetzt noch nicht ganz entschieden, wie wir es machen sollen. Normalerweise bin ich es gewohnt, wirklich 90 Minuten frei zu sprechen und zu referieren. Aber wir haben uns darauf geeinigt, dass es nicht so lange dauern soll. Für mich ist es so, dass ich die Idee habe, und zwar möchte ich Ihnen ganz gerne einen kleinen Text anbieten und zwischendrin ein paar freie Elemente einbauen, und wir haben danach noch die Möglichkeit, dass wir uns im Gespräch dann auch locker austauschen können. Mir war die Idee mit diesem Text als Vorbereitung für dieses Mal, wahrscheinlich kommt mir so gerade deswegen eine besondere Angelegenheit, weil sie etwas eher Intimeres widerspiegelt. Wenn wir mit einem Kunstwerk im Dialog sind, auf einer Prose oder einem Bild, sind wir ja in einem stillen Zwiegespräch. Und ich glaube, das war genau dieses Bedürfnis, was ich hatte in der Vorbereitung zu diesem Vortrag, was so ganz anders war wie für meine normalen Vorträge, die ich hatte, dieses Zwiegespräch ein bisschen lauter zu machen und, wenn Sie wollen, für Sie auch ein bisschen zugänglich zu machen. Und ich denke, wir machen es so, ich lese Ihnen von meinen Gedanken dazu vor. Wir werden danach auch Möglichkeit haben, ein bisschen in Kontakt zu sein, zu sprechen. Ich möchte Ihnen auch eine kleine Demonstration in den Vortrag mit einbauen, wie man mit Kunstwerken in Kontakt kommen kann. Und die Brücke, die wir Ihnen hier anbieten wollen, ist eine Art Geschwisterschaft, die ich festgestellt habe in der Vorbereitung. Ich bin nicht der Erste und auch nicht der Einzige, aber zwischen Therapiearbeit und Kunst, beides irgendwie als Seelenarbeit, was man verstehen kann. Und dazu möchte ich Sie einladen, die nächsten 20 Minuten, 30 Minuten, sich mit mir ein bisschen darüber Gedanken zu machen. Wir sind als Menschen, so gingen meine Gedanken los, und vor allem als körperliche Wesen, alle der Zeit unterworfen. Das Bild von Andrea Mattheisen, das mir hier für meinen Vortrag den Rücken stärkt, heißt: Hörst du nicht, wie die Zeit vergeht? Es appelliert an unser Bewusstsein oder besser, unser bewusstes Sein. Denn Zeit auf Erden ist endlich, und es appelliert ans Zuhören. So tritt das rechte Ohr hier ganz deutlich aus der Materie her vor. Offenbar haben wir zuzuhören. Und aufmerksames Zuhören ist, wie wir wissen, eine Kunst für sich, nicht nur in der Therapie. In der Seelenarbeit der therapeutischen Praxis finden wir zuweilen ähnliche Phänomene wie in der Kunst. Fast möchte ich sagen, Kunst und Therapie sind Geschwister. Denn gute Kunst ist immer auch ein Stück weit Therapie und gute Therapie immer auch eine Kunst. Beim Wort genommen verweist Therapie kommend vom altgriechischen Therapon auf den Diener, den Weggefährten oder Begleiter. So mag uns auch die Kunst heute durch diesen Tag begleiten. Nun, ich möchte diese Einladung heute zum Anlass nehmen, von dieser Verwandtschaft zwischen Kunst und Therapie zu erzählen und eine gedankliche Brücke zwischen der Arbeit von Andrea Mattheisen und meiner Arbeit mit inneren Anteilen in der Praxis bauen. Ich möchte gerne erzählen von diesem gegenseitigen, stillen Auf-sich-Verweisen von Kunst und Seelenarbeit. Das Ohr hier im Bild ist zentral, ebenso wie es das in der Therapie ist. Theodor Reich hat den Ausdruck geprägt: Hören mit dem dritten Ohr. Was uns in der Begegnung mit einem Menschen im Gegenüber daran erinnern soll, immer auch mit einem Ohr mitzuhören, wie wir gegenseitig unsere Beziehung gestalten, sie konstruieren, sich eventuell alte Beziehungsmuster darin wiederholen oder wir tasten, ganz neue Elemente darin entwerfen. Es ist so, als würden wir einen Teil von uns auslagern, der wertfrei und achtsam über uns wacht, während wir uns ganz auf unser Gegenüber einlassen. Ich denke, das Gleiche können wir tun, wenn wir mit einem Kunstwerk im Gespräch sind. Wir betrachten es und hören dabei zu, was wir uns selbst dazu zu sagen haben. Beobachten uns, wie wir vor- oder zurücktreten und damit Nähe und Distanz in dieser Begegnung regulieren. Mal erklärend, mal deutend, mal fühlend und mal begleitet von einer diffusen Ahnung oder noch schöner, einem leisen Staunen. Auffallend in diesem Bild von Andrea Mattheisen sind für mich die Höhen und Tiefen, wenn Sie sich mal später genauer anschauen wollen, die uns diese Struktur anbietet. Die Erzählung ist nicht glatt, so wie wir das Leben vielleicht gerne hätten. Es ist vielmehr so, wie das Leben eben ist, mit seinen Höhen und Tiefen, seinen Ecken und Kanten. Und das alles in dem einzigartigen Rahmen, der es unterwirft, der Rahmen der Endlichkeit.
Jedes Kunstwerk, auch wenn es noch so schön ist oder noch so groß ist, hat irgendwo eine Begrenzung, einen Rahmen. Es ist genauso Körper wie wir. Vermutlich überleben manche Kunstwerke einige von uns. Und vielleicht ist es auch einer der stillen, steht jetzt hier nicht im Text, aber einer dieser stillen Faszinationen an der Kunst, dass sie vielleicht noch da ist, wenn wir schon gegangen sind. Und dann stellt sich manchmal ganz still und leise die Frage, was bleibt von uns? Künstler wissen, dass vielleicht ein Teil der Kunst überlebt, wenn sie nicht ausschließlich Landart machen und sich diese Landart-Geschichten dann nicht filmen oder in Büchern abdrücken, die man dann immer noch kaufen kann. Ruhe finden wir zeitweise in den Bemühungen der Zentrierung. Hier vielleicht in dem Kreis rechts unten dargestellt. Von vorne drauf geblieben. Der anmutet etwas vom Zuhören zu wissen, denn farblich, so fällt mir auf, hat er etwas vom Ohr angenommen. Doch der Kreis ist offen und perfekt. Ist offen und Perfektion auf Erden begrenzt. So. Perfektion, so scheint es, ist allein den Göttern vorbehalten. Der Rest bleibt uns als Demutsübung in der alltäglichen Lebenskunst. Kunst will auch nicht perfekt sein. Sie will echt sein und uns zum Dialog einladen, wie Symptome in einer Therapie. Ein dritter Aspekt, der uns in Andrea Mattheisens Werk mit Blick auf unser Seelenwesen noch entgegenkommt, ist die Farbgebung. Von hell bis dunkel sind ja alle Schattierungen vertreten. Vordergründig für mich sind es Rot, Weiß und Schwarz in ihren schimmernden, unvorhersehbaren Übergängen. Und sie erinnern mich, bei der Betrachtung eines Bildes, an das Grimmsche Märchen vom Eisenhans. Fast am Ende seiner Initiation gelangt der junge Prinz am Hof seines zukünftigen Schwiegervaters an einen Wettbewerb, den die Königstochter ausgerufen hat. Sie wirft einen goldenen Apfel und jedes Mal fängt ihn der vom wilden Mann, dem Eisenhans in den Wäldern initiierte Jüngling. Beim ersten Mal hat er ein rotes Pferd und eine rote Rüstung, fängt den Apfel und reitet davon. Beim zweiten Mal kommt er mit einem Schimmel, weißer Rüstung, fängt den Apfel und reitet davon. Beim dritten Mal reitet er auf einem Rappen, ein ganz in schwarzer Rüstung. Auch diesmal fängt er den goldenen Apfel und macht sich an zu fliehen. Doch die Leute des Königs haben den Auftrag, ihm zu folgen und ihn zurückzubringen, notfalls mit Hilfe einer Wunde. Robert Bly, der dieses Geschehen fabelhaft in psychologisches Verstehen übersetzt hat, weiß, warum der Prinz erst mit einer schwarzen Rüstung bis in die Herzkammer der Königstochter kommt. An der Stelle möchte ich Ihnen eine freie Interpretation zu diesen drei Farben anbieten. In jeder Kultur gibt es natürlich andere Zugänge. Aber es ist spannend, dass wir vor allem in unserer europäischen kulturellen Tradition immer mal wieder auf die Farben Rot, Weiß und Schwarz treffen. Man könnte sich fragen, warum ist dem Jüngling in dem Eisenhans-Märchen der Zugang zur Herzkammer der Königstochter, so könnte man es ja formulieren, erst offen, als er auf einem schwarzen Pferd kommt. Nicht auf einem roten, nicht auf einem weißen, sondern auf einem schwarzen Pferd. Und die Frauen unter Ihnen können sich mal überlegen, wen würden Sie gerne bis ans Lebensende mit sich an der Hand nehmen? Wen würden Sie einladen, in Ihre Herzkammer mit Ihnen das Leben zu teilen? Einen Mann, der in der roten Phase seines Lebens ist, der leicht aufzubringen ist, der natürlich leidenschaftlich ist, aber der auch sehr schnell von seiner Leidenschaft vielleicht in Wut umschlagen kann, der sehr viel unbändige Energie noch hat, der sich sehr schnell in Kämpfe, vielleicht auch in Herausforderungen, in Provokationen verwickeln lässt. Ohne Frage, diese Männer sind hochleidenschaftlich, hochemotional. Aber würden Sie mit so jemandem durchs ganze Leben gehen wollen? Die Königstochter im Eisenhans-Märchen offensichtlich nicht. Für sie war Rot noch nicht der richtige Prinz. Ein paar Jahre später treffen sie den gleichen Prinzen wieder, der kommt in einem weißen Pferd. Er erzählt ihnen von Urlauben in Indien, von Retreats, von Govinda, von Siddhartha. Er macht jetzt auch Yoga-Seminare. Er ernährt sich anders, hauptsächlich ayurvedisch. Und sie denken, okay, rotes Pferd ist es nicht mehr. Aber wie kann ich mir vorstellen, mit so einem Mann bis ans Leben zu gehen? Ist das wirklich ausreichend fürs Leben? Gut sein zu wollen, rein und schön sein zu wollen? Was weiß dieser Mann von den Tiefen des Lebens?
Und deswegen kommt der Jüngling im Eisenhandel mit einem schwarzen Pferd zurück. Und in Schwarz stecken alle anderen Farben drin. Wenn Sie so einen Mann an Ihrer Seite haben, dem können Sie tanzen, dem können Sie lachen. Mit dem können Sie auf die Beerdigung Ihrer eigenen Eltern gehen oder von Freunden. Mit diesem Mann können Sie die Höhen und Tiefen, die in der dreidimensionalen Kunst so gut abgebildet werden, durchgehen und mit ihm können Sie bis ans Lebensende gehen. Deswegen muss der Jüngling im Eisenhans mit einem schwarzen Pferd in den Schlosshof einreiten. Und es gibt ein kleines Detail, er wird verwundet. Er reitet nämlich wieder davon und der König gibt den Auftrag, man solle ihn nachstellen, notfalls mit Gewalt. Und in dem Moment, wo ein Mann eine Wunde erfährt, symbolisiert hier durch eine Öffnung im Körper, wird er empfänglich. Das ist jetzt hier kein medizinischer Vortrag, aber das Wort Vulnus und Vulva, die haben denselben Wortursprung, haben etwas mit Öffnung zu tun. Und vielleicht kennen Sie das, Männer werden manchmal sehr empfindsam und zugänglich, wenn sie verletzt sind. Auch eine körperliche Verletzung kann Männer sehr sensibel machen, abgesehen von der Männergrippe. Okay, das waren so meine Gedanken, die mir gekommen sind, weil Rot, Weiß und Schwarz hier sich immer wieder in verschiedenen Schattierungen treffen. Natürlich gibt es auch andere Farbtöne, aber ich wollte mir diese archetypische Konstellation nicht vorenthalten. Vielleicht erzählt uns auch Andrea Mattheisens Bild von solchen Übergängen der Initiation. Und ich habe die leise Ahnung, dass dieses Werk etwas von den alten Archetypen weiß, wie sie schon seit Jahrtausenden zu uns sprechen. Zum Titel des Vortrags, Ego States in Art. In der Psychologie- und Therapiearbeit, aus der ich komme, gehen wir davon aus, dass wir Menschen, wie wir hier alle sind, nicht nur eine unteilbare Persönlichkeit haben, sondern vielmehr ein Patchwork aus vielen verschiedenen Facetten sind. Charakterzüge. Gute Freunde von uns sagen manchmal, du hast so eine Seite an dir, wenn du so bist. Aber wenn du so drauf bist, ne? Und sie sehen in uns verschiedene Teile, verschiedene Ego-States, verschiedene Zustände, in denen unser Ich sein kann. Und dazu möchte ich Ihnen gerne kurz was vorlesen. Ich muss vorweg schießen, es ist nicht von mir, dass mit dir nicht zu viele persönliche Bindungen aufgebaut werden. Alle Gegensätzlichkeiten lassen sich abwechselnd irgendwie in mir entdecken. Ich bin schüchtern und auch frech. Keusch und geil, geschwätzig und schweigsam, schwerfällig und fein, ideenreich und stumpf, grämlich und freundlich, verlogen und wahrhaftig, gelehrt und unwissend, freigebig und auch geizig und verschwenderisch. Alles das sehe ich irgendwie in mir, je nachdem ich mich drehe. Und jeder, der sich aufmerksam studiert, findet in sich und gerade auch in der Art seiner Selbstbeurteilung diese Unbeständigkeit und diese Widersprüche. Ich kann nichts im Ganzen von mir sagen, nichts einfach und eindeutig, nichts ohne Unbestimmtheit und ohne Beimischung. Je nachdem ist der Gesichtspunkt, der in meiner Logik am häufigsten vorkommt. Michel de Montaigne, 1580. Ich wusste, dass Ihnen das gefallen hat. Auch Montaigne spürte also schon dieses Patchwork an verschiedenen Ich-Zuständen oder Ego-States in sich und das 1580 ohne Psychotherapie oder postmoderne Identitätstheorie im Gepäck. Wie modern. Manche Menschen, die so mutig sind, diesen furcht- und schonungslosen Blick nach innen zu werfen, sind eben ihrer eigenen Zeit voraus. Solche Teile oder eben Ego-States bilden sich durch bestimmte, regelmäßige Erfahrungen aus, durch Prägung, durch Introjektion oder durch Traumatisierung. Vielleicht muss ich kurz erklären, was Introjektion in der Psychologie meint. Wenn wir aufwachsen, haben wir in der Regel noch kein Wertebild. Wir sind ein Stück weit abhängig von dem, welche Menschen in unserer Umgebung sind. Und am besten kann man sich es vielleicht so vorstellen, wenn Sie das als Person sind, und es ist eine Person in Ihrem Umfeld, die sehr beeinflussend oder sehr beeindruckend für sie auch ist, dann verschmelzen wir irgendwann, das wollte Bader Hartmann, einer meiner Lehrer, mal dargestellt, verschmelzen wir mit diesem Sein, wie diese Person ist. Wir wollen gerne so sein wie sie. Oder wir müssen es. Auch das gibt es.
Und dann merken wir Jahre oder Jahrzehnte später nicht mehr, wenn wir so sind in diesem Zustand, dass wir das eigentlich gar nicht sind. Sondern wir sind jetzt so, wie unsere Mutter war, unser Vater war, jemand, der uns nahe gestanden ist, jemand, der uns geprägt hat. Und die Kunst ist sozusagen, diesen Schleier wieder langsam zu lösen, wieder sich klar zu machen, okay, das ist das, was man von mir wollte, was man mir gesagt hat, wer ich bin, was ich tun soll, was ich gut kann. Und das bin eigentlich ich. Das ist meine Introjektion. Da wird etwas nach innen hinein aufgenommen und wir machen es uns zu eigen. Interessanterweise haben wir in der Natur genau diese geniale Eigenschaft biologisch mit an Bord, denn unser Gehirn ist von vornherein mit einer viel zu hohen Menge an Neuronenverbindungen und Möglichkeiten ausgestattet. Wenn wir zum Beispiel bei Pferden schauen, ein junges Pferd, ein Fohlen, wenn auf die Welt kommt, kann innerhalb von ein paar Stunden laufen, mitlaufen mit der Herde, aufrecht gehen. Wie lange liegen wir hilflos irgendwo rum? Weil wir diese Zeit länger brauchen und die Energie für unsere Gehirnentwicklung. Was wir aber lernen, ob wir Viren oder Heu fressen, ob wir laufen, ob wir Computerspiele spielen oder ob wir Kunst machen, ob wir zeichnen, reden, singen, lachen, lernen. All diese Dinge sind in der Natur nicht so vorgegeben. Wir haben eine Festplatte, ein Erfahrungsorgan, das bespielt werden kann mit den Dingen, die wir tun. Die römischen Philosophen hatten einen Ausdruck dafür, fabricando fabricamur. An etwas arbeitend werde ich bearbeitet. Natürlich macht es einen Unterschied, ob ich 40 Stunden lang in der Woche diese oder jene Arbeit mache. Sie prägt mich, weil mein Gehirn ein Erfahrungsorgan ist. Sie können sich einfach vorstellen, wenn Sie jeden Tag Ihre Zahnbürste zum Mund führen, da müssen Sie nicht überlegen, es geht automatisch. Diese Ego-States bilden mit der Zeit ein Patchwork, könnte man sagen, eines inneren, neurophysiologisch vernetzten Systems, das mehr oder weniger harmonisch funktioniert. Manchmal werden verletzte Teile abgespalten oder andere nehmen zu sehr das Zepter in die Hand, steuern unser Schiff immer wieder auf Untiefen zu, ohne dass wir es wollen. Aber auch sie haben ihre guten Gründe. Manche Teile in uns kommunizieren über mehrere innere Bilder und Vorstellungen, andere mehr über körperliche Empfindungen. In der Seelenarbeit haben wir Technik und Methoden, wie wir diese Teile gezielt ansprechen und in Kontakt mit der Gegenwart bringen können. Ich möchte Ihnen das gleich gerne an einem Beispiel dieses Stückes von Andrea Mattheisen demonstrieren. Stellen wir uns einfach vor, es wäre ein Teil von jemandem und wir wollen mehr über ihn erfahren. Was würde er uns sagen, wenn er uns vertraut? Nennen wir diese Person doch einfach mal Michelle. Michelle de Berg, habe ich mir gedacht, das klingt dann ein bisschen so, als wäre sie mit Michelle Montaigne in Montaigne verwandt. Michelle ist weiblich und wir sind auf der Suche nach einem unterstützenden, ressourcenstarken Anteil ihrer Seele für sie, damit sie die Herausforderungen des gegenwärtigen Lebens besser meistern kann. Das ist nicht Michelle, sondern Michelle ist die Person, die wir uns jetzt vorstellen und das ist ein Teil von ihr. Das war die Faszination bei der Anfrage, als Andrea mich gefragt hat, ob ich Lust hätte, an diesem Tag einen Vortrag zu halten, und mir gedacht hat, das ist meine Arbeit nur dreidimensional dargestellt. Ich mache in der Praxis jeden Tag nichts anderes. Es kommen Menschen zu mir und wir schauen, welche Teile mit welchen Mustern und Erfahrungen verknüpft sind. Und stellen wir uns vor, der Mensch, der jetzt, um den es geht, heißt Michelle, und sie ist auf der Suche, wie sie ihr Leben besser meistern kann. Auf meine ausgesprochene Einladung meldet sich folgender Anteil von Michelle. Und ich frage zum Beispiel, ob es wohl einen Teil in Michelles innerer Familie gibt, der uns mehr zu Michelles Stärken sagen kann oder sie bereits unterstützt oder schon einmal unterstützt hat. Es zeigt sich folgende Gestalt. Wir könnten jetzt, das könnte ich dann später auch mal ausprobieren, wenn Sie rumgehen, einfach mal ganz bewusst in Kontakt gehen mit so einer Figur und sich vorstellen, vielleicht ist es ein Teil von Ihnen. Figuren haben ja auch alle Titel und eine Atmosphäre, die sie ausstrahlen. Vielleicht sprechen Sie manche Figuren an, mehr oder weniger. Man würde in der Therapiearbeit vielleicht fragen, oh, vielen Dank, schön, dass du gekommen bist, um uns mehr über Michelles Leben zu sagen. Das macht man dann entweder in Hypnose oder in leichter Entspannung oder in Trance. Als erstes ist es wichtig, freundlich zu sein. Ist es denn in Ordnung, dass ich dich mit du anspreche oder möchten Sie mit sie ansprechen? Wir haben nämlich manchmal sehr mächtige Teile in uns. Manche haben eine Krone auf oder einen König. Und ich begegne manchmal in der Therapiearbeit Teilen, die wollen mit sie angesprochen werden. Teile, die sind davon überzeugt, sie sind im 18. Jahrhundert. Und es gibt Fragen, die gehen mich als Therapeut nichts an.
Also Sie können glücklich sein und fröhlich, wenn diese Teile alle mit Ihnen in Kontakt kommen. Und dieser Anteil würde vielleicht sagen, du bist schon in Ordnung. Und ich frage, wie darf ich dich nennen? Ach, lachend fliege ich davon. Lachend fliege ich davon, das ist dein Name. Ich weiß nicht, ob das ein Name ist, das ist das, was ich ständig tue. Okay, lachend fliege ich davon und wie alt bist du denn? Wir sind in der siebten Klasse, wir sind 12. Wir sind 12 in der siebten Klasse? Nein, ich meine, ich bin 12, sowas, aber wir und die anderen Mädels, wir sind in der siebten Klasse. Ach, du hast Freundinnen, ja. Und das ist ein Hula-Hoop-Reifen. Das ist etwas, was mich abgrenzt von der Welt da draußen. Und wenn ich das mache, dann bin ich ganz in mir. Das ist meine Zeit, mein Raum, mein Ich. Da bin nur ich. Und ich frage vielleicht, oh, ist das interessant? Gibt es etwas Besonderes, von dem du dich abgrenzen möchtest? Nein, nein, ich bin ganz frei in dem, was ich tue. Ich möchte mich nicht von etwas abgrenzen. Wenn ich es mache, dann bin ich in meinem eigenen Raum und dann fühle ich mich frei und dann kann ich fliegen und lachen. Und ich bin ganz bei mir. Und ich frage, weißt du denn etwas von Michelles Leben heute? Sie ist 47. Sie hat gerade etwas zu meistern. Ich frage mich, weil ein bisschen was von dir kommt hier drin vor. Du hast hier einen leichten Schatten in ihrem Bild. Ja, ich bin in Michelles Leben. Und wann spürt sie dich? Immer dann, wenn ihr alles ganz leicht gelingt. Dann bin ich anwesend, dann bin ich der Teil in ihr. Sie spürt mich dann. Und weiß Michelle von dir? Ich glaube manchmal schon, aber sie traut sich nicht mehr. Und sie denkt dann wieder zu viel und ist im Kopf. Und wenn sie dann im Kopf ist, dann fällt mein Reifen wieder runter. Was kann sie dann tun? Und dann fange ich wieder von vorne an. Ist das deine Botschaft für Michelle? Das ist meine Botschaft für Michelle. Man kann immer wieder von vorne anfangen. Und du zeigst dich also im Kopf von Michelle. Ja, natürlich. Was dachtest du an der Hüfte? Keine Ahnung, ich habe nichts gedacht. Ich frage mich, wo in Michelle zeigst du dich? Wie merkt sie das, dass du anwesend bist? Wenn es hier oben so ganz leicht wird und sie das Gefühl hat, es geht so nach oben auf und es strömt so durch sie hindurch und sie empfindet so eine unglaubliche Kraft und Freude und Freiheit in ihrem Körper, dann bin ich anwesend. Dann würde man vielleicht sagen, ich danke dir, Michelle, dass du gekommen bist, dass du uns etwas über Lachen fliege ich davon, dass du gekommen bist, dass du uns etwas über Michelles Leben erzählt hast. Es ist ein Teil, der in einer Persönlichkeit sein kann. Und es gibt hier viele andere. Wir könnten es, wenn wir genügend Zeit und Lust hätten, es mit allen anderen Teilen auch machen. Aber ich möchte mir das nicht vorwegnehmen, denn es ist nur ein Beispiel. Und wenn Sie vor einer dieser Bronzen dann stehen, wenn Sie umhergehen, können Sie sich ein bisschen fragen, was könnte das für ein Teil sein? Finde ich so etwas in mir? Gibt es so etwas in mir? Möchte ich so etwas in mir ausbilden? Wie komme ich denn dazu, so eine Teile meiner Persönlichkeit vielleicht zu haben? So in etwa könnte ein Kontakt mit einem inneren Anteil aussehen. Respektvoll begegnen wir all den Seiten in uns, die sich irgendwann einmal als Verhaltensweisen oder Denknaturen gebildet haben. Jeder Teil hat seine Geschichte, seine eigene Wahrnehmung, seine eigene Wirklichkeit, seine eigene Körperlichkeit und seinen eigenen Einfluss auf unser aktuelles, gegenwärtiges Empfinden. Respekt im Umgang mit diesen inneren Wesensteilen ist eine wichtige Voraussetzung, um in Kontakt mit ihnen kommen zu können. Nicht alle sind gleich freundlich, probieren Sie es aus. Aber Michelle hat hier einen sehr unterstützenden Anteil in ihrer Seele mit an Bord und sie weiß jetzt ein Stück mehr von seiner Geschichte und seiner Botschaft. Auch die Kunst lehrt uns den Respekt in der Kommunikation. Betrachten wir sie doch im dreidimensionalen Raum, achtsam, neugierig, tastend und wandernd. Genauso gehen wir mit Menschen oder Wesen um, die wir näher kennenlernen wollen. Kunstbetrachtung weiß etwas von dieser wesentlichen Qualität des Respekts. Respekt wörtlich zurückschauen, umsichtig sein.
In der Kunst darf man das, was Orpheus verboten war, als er seine Eurydike aus der Unterwelt herausführen wollte. Er durfte nicht umsehen. Sie dürfen es dann später gerne hier tun, ist die Einnahme. In der dreidimensionalen Kunst haben wir das Privileg, uns einen umsichtigen Eindruck von den Werken machen zu können, die uns im besten Fall auch etwas über uns selbst erzählen. Wenn wir nur mutig genug sind, respektvoll in uns hineinzuhören. Manche Anteile in uns fühlen sich vielleicht besonders zu einer bestimmten Bronze hingezogen, andere mehr zu einer anderen. Und dann gibt es vermutlich einen Teil, der sich generell für diese Form des Ausdrucks und des Dialogs interessiert, sonst wären sie heute nicht hier. An dieser Stelle möchte ich noch auf ein besonderes ästhetisches Merkmal in Andrea Mattheisens Bronzen zu sprechen kommen, die Füße. Ich nenne sie persönlich seelenstarke Füße. Ich weiß nicht, ob sie einen eigenen Ausdruck dafür hat, aber es wäre jetzt gelogen, wenn ich Ihnen sagen würde, ich habe mir extra letzte Woche Schneeschuhe gekauft, um das nachempfinden zu können. Aber es hat sich zufälligerweise eben so ergeben. Jetzt verstehen wir ein Stück weit mehr davon, wie sicher und seelenstark es sich mit solchen großen standhaften Füßen quer durch alle Landschaftslagen wandern lässt. Nur mit solchen Füßen kommt man auch in Seenlandschaften dorthin, wo man sonst nicht hinkommen würde. Es sei denn, man kann fliegen. Aber dann ist die Perspektive auch wieder eine andere. Als mich Andrea Mattheisen vor ein paar Wochen angerufen und zu diesem Vortrag hier eingeladen hatte, war ich recht schnell mit meinen Gedanken bei der Sache interessiert. Als ich dann ihre Bronzen mit den standhaften Füßen zum ersten Mal gesehen habe, wir haben uns vorher noch nicht gekannt, wusste ich, dass sie unbewusst etwas von meiner Arbeit weiß und ich hatte die Hoffnung, dass ich sie dadurch auch in ihrer Arbeit verstehen kann. In der Seelenarbeit der Therapie gehen wir nämlich nicht einfach in medias res in die Innenlandschaft von jemandem hinein, um mit allem bekannt zu werden, was dort ist. Wir bauen erstmal einen sicheren Zugang zur Innenwelt auf. Erst dann kann man die wirklichen Tiefen der Seelenwelt gefahrlos bereisen und zu einem Erlebnis machen, das bereichernd und heilsam sein kann. Wir brauchen eben zuerst gute, standhafte Füße, bevor wir uns auf den Weg nach Innerland machen. Hier treffen sich Kunst und Therapie wieder in ihrem stillen Sich-Verstehen. Oder würden Sie lieber mit Beinen in der Gestalt von Giacometti-Figuren die Innenwelt bereisen? Falls jetzt jemand unter Ihnen sein soll, den ich nicht kenne, ich habe Ihnen mal eins ausgedrückt, heißt The Falling Man, der fallende Mann. Stellen Sie sich Therapiearbeit vor, wenn Sie so auf den Beinen stehen. Würden Sie lieber mit so einer Bronze gehen, oder? Wenn ich Ihnen sage, komm, machen Sie die Augen zu, wir schauen uns jetzt ein bisschen was von Ihrer Innenwelt an. Ich meine, auch Brüchigkeit kann eine interessante Erfahrung sein, aber Brüchigkeit gibt es in unserer fragilen und fluiden Welt da draußen gerade genug. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass sich in Andrea Mattheisens Bronzen auch etwas manifestiert, das uns ein guter ästhetischer Wegbegleiter durch die Fragilität der modernen Lebenswelt sein kann. Sie weiß in ihrer Kunst, was wir brauchen, was uns zur Ruhe bringt, damit wir uns sicher auf die Reise nach den inneren Schätzen machen können. In dieser Hinsicht sind Andrea Mattheisens Bronzen sehr ästhetisch. Ästhetisch hat nämlich in seinem wörtlichen Ursprung nichts mit einem bloßen Geschmacksurteil zu tun, das sich auf gefällt mir oder gefällt mir nicht bezieht. Ästhetik kommt vom altgriechischen Aesthesis und bedeutet Wahrnehmung oder Empfindung. Und genau in diesem tiefen Verständnis sind Andrea Mattheisens Bronzen sehr ästhetisch. Denn nur mit einem stabilen Stand, auf sicheren Beinen, lässt sich die Reise der Wahrnehmung nach innen gefahrlos angehen. Sie werden jetzt gleich dann noch genügend Gelegenheit haben, mit den gut geerdeten Bronzen in Kontakt zu gehen und sich, wenn Sie wollen, fragen, welcher innere Anteil von Ihnen sich darin sehr, sehr gut zu Hause fühlt. Bevor wir diesen Rundgang eröffnen, möchte ich Ihnen aber noch das Ziel der Innenreise vorstellen, wie es die Perspektive der Teilepsychologie kennt. Und ich finde es am besten in dieser Bronze wieder. Das Wunder spricht hier in dieser Skulptur zu uns. Uns begegnen hier zwei Menschen, die sich nahe sind und ohne sich zu berühren. Auch hier habe ich die Vermutung, dass diese respektvolle und achtsame Nähe am besten möglich ist, wenn beide selbstbewusst auf stabilen Füßen, seelenstarken Füßen stehen. So fließt Zärtlichkeit durch die Schwere der Bronze hindurch, so wie wahre Liebe keine materiellen Grenzen kennt. Stellen wir uns noch einen Augenblick vor, das sind wir. Und mit wir meine ich unser je eigenes inneres Wir, unsere innere Familie und Seelenanteil. Das Ziel der Auseinandersetzung und Anhörung innerer Anteile
wie es auch mit der Betrachtung der Kunst möglich wird, findet seinen harmonischsten Klang, wenn alle Teile einander zugewandt sind und sich doch selbst spüren und verorten können. Wenn sie ihre eigene Geschichte und die des anderen wissen, sie können nebeneinander existieren, wie diese Bronzen hier, sie können kooperieren, sie können sich unterstützen, körperliche Phänomene teilen und sich am Ende gemeinsam erleben. Wenn wir dieses Wir im Ich gestaltet bekommen, kann das Ich zum Du werden und in der Welt da draußen ein neues Wir entdecken. Manche nennen es Liebe, manche ein Wunder. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich denke, wir haben hier genügend Zeit in diesem Rahmen noch, dass wir uns ein bisschen austauschen können, jetzt so noch ganz locker, danach wird sich das wahrscheinlich ein bisschen verteilen, aber wir könnten durchaus jetzt noch ein bisschen ins Gespräch kommen, wenn Sie wollen, vielleicht haben Sie eine Frage oder Idee dazu, also ich habe keine Vermittlung für Schwarze Ritter, das muss ich gleich sagen. Weiße könnte ich Ihnen genügend anbieten. Oder wahrscheinlich auch. Rote gibt es genügend. Warum ist es das rechte Ohr und nicht das linke? Ja, weiß ich persönlich auch nicht. Ist das wichtig für Sie? Auf dem linken Ohr ist sie blind. Was halten Sie von dieser Idee? Macht es Sinn für Sie? Ich meine, das ist ja ein Konzept. Ja? Also in der Teilepsychologie geht man dann, wie gesagt, davon aus, dass Sie eine Person sind und ich. In der Früh haben Klaus und André haben mich mit dem Hund spazieren gehen, dann bin ich eine ganz andere Person, nicht ganz anders, aber ich bin ein bisschen anders. Wenn ich mit meiner Musik auf der Bühne stehe, bin ich wieder jemand anders. Wenn ich bei meiner Mutter und meinem Bruder am Esstisch sitze, bin ich wieder jemand anders. Wenn ich mit meinem Hund im Garten beim ersten Schnee rumtolle, bin ich vielleicht 8 Jahre alt. Ne? All diese Teile, für mich macht dieses Konzept Sinn, weil wir auch merken, andere Menschen uns können ganz schnell Dinge in uns antriggern und wir springen an und sind auf einmal jemand anders. Sie können es mal beobachten. Jemand bekommt einen Anruf und ist in anderer Körpersprache. Es ist nicht nur ich verhalte mich anders, sondern es ist ein ganzes neurophysiologisches System, was auf einmal umgestellt wird. In der Forschung hat man festgestellt, dass Menschen im unterschiedlichen Zustand sogar unterschiedliche Blutzuckerwerte haben. Es gibt dem Begriff der Psychosomatik eine ganz neue Bedeutung. Und wenn Sie in der homöopathischen Behandlung sind, können Sie sich fragen, warum wirkt dieses Mittel irgendwie nicht so richtig. Sie fragen, ist, kommt es überhaupt an diesen Teil heran oder kommt die Therapie an diesen Teil heran? Und wenn Sie mächtige Teile vor sich haben, wo sich jemand schützt, dann ist es ganz schwierig, dahinter zu kommen. Vielleicht gibt es da einen schwarzen kleinen Ritter, aber der hat sich versteckt und vorne ist der rote Mann. Er sagt, ich habe das einmal probiert, Gefühle zuzulassen, vergiss es. Ich habe zu viele Wunden davon getragen, hier überall. Da müssen Sie sich erst mit diesem starken Teil vorne mit jemandem auseinandersetzen und das Zutrauen bekommen, damit sie sozusagen zu den anderen Persönlichkeitsanteilen hindurchkommen, damit sie verletzte Anteile versorgen können. Das ist dann wiederum eine eigene Kunst, das zu tun. Da braucht es Respekt, wie in der Kunstbetrachtung, da braucht es Ruhe, da braucht es Zeit, da braucht es viel Kreativität und vor allem Ehrlichkeit. Innere Anteile merken sehr gut, ob sie etwas wollen und warum sie es wollen. Und sie haben ihren ganz eigenen Kopf. Und manchmal ist es so, dass wenn wir denken, ja, einerseits würde ich schon gerne das, aber andererseits, solche inneren Gespräche, denn wir haben, sind manchmal mehrere verschiedene Persönlichkeitsanteile von uns damit verbunden. Und als wir telefoniert hatten, war ich relativ schnell, du kannst dich erinnern, irgendwie auch begeistert von der Idee, wir haben am Telefon sehr schnell auch eine Idee gehabt, was wir machen könnten heute. Aber als ich dann deine Arbeit gesehen habe, die ich ja noch nicht kannte, wusste ich, dass du etwas hier darstellst und machst und hineinlegst, was ich nur im imaginativen Raum in der Arbeit mit Menschen kenne. Wenn wir in Hypnose oder Trance arbeiten, dann habe ich sozusagen ein Erspüren von verschiedenen Persönlichkeiten. Es war eine unglaubliche Bereicherung,
das mal grafisch oder hier überhaupt im dreidimensionalen Raum sehen zu können. Und für mich ist es faszinierend, dir zuzuhören, weil ich Dinge, die ich eigentlich nur spüre und in der Figur wiedergebe, aber nicht verbal ausdrücke, jetzt von dir höre, als wenn ich sie gerne gesagt hätte. Also das, was du jetzt gesagt hast, würde ich gerne sagen können, aber ich kann es mir nur gefühlsmäßig demonstrieren. Also ergänzt sich das wunderbar. Wir haben vorhin ein bisschen gewitzelt. Der einzige Unterschied ist, dass du deine Arbeit nicht mit Krankenkassen abrechnen kannst. Aber ich kann es auch nicht, ich habe eine Privatpraxis. Also. Und ich nehme mir auch immer zum Beispiel in meiner Praxis 90 Minuten Zeit, weil das ein Prozess ist, genauso wie es auch braucht, etwas zu schaffen, sich mit etwas hineinzuspüren, einen Kontakt zu etwas zu bekommen. Das ist nicht in 50 Minuten machbar. Ich brauche mindestens eine Zeit, um eine gewisse Atmosphäre aufzubauen. Man muss irgendwo ankommen, damit man sozusagen sich auch diesen Weg suchen kann. Und man muss vor allem diese Füße aufbauen. Bei mir in der Praxis gibt es keine Reise nach innen, in die Innenwelt, um irgendwelche Anteile sozusagen in Kontakt zu bringen, wieder anzubinden, ohne dass wir vorhin Stabilisierungsarbeit machen. Mhm. Und die beginnt genau beim Sitzen auf dem Stuhl mit den Füßen. Mhm. Ah, ja. Wir stellen uns immer vor, dass wir in Kontakt sind, verbunden sind. Und erst wenn dieser Kontakt stark ist, können wir nach innen gehen. Das ist etwas, was ich eben aus dieses ästhetische Moment bezeichne, im Sinne von Wahrnehmung. Man muss diese Wahrnehmung nach innen geht erst, wenn ich diese Stabilität spüre. Und dann kann ich alles Mögliche damit machen. Dann kann ich an der Decke laufen, an der Wand. Ja? Mit solchen Füßen ist alles möglich. Ja, das ist auch genau meine Botschaft. Und in der heutigen Gesellschaft, das ist jetzt Zufall, weil ich habe jetzt nicht gedacht, oh, was fehlt denn in der Gesellschaft, sondern das ist so ein natürlicher Prozess, den ich da gestalte, kam das einfach, dass ich das machen muss mit den großen Füßen und von der Ästhetik her nach oben etwas verjüngen. Und genauso durch diese kleineren Köpfe, die ich darstelle, auch eine Leichtigkeit im Gehirn und im Herzen mitteilen möchte, dass die also abheben können, genau wie du es ja auch mit deinen Patienten machst. Aber eben erstmal diese Bodenhaftung und dieses Wort von dir, was du so schön gestaltet hast, Seelenstärke, seelenstarke Füße, das möchte ich gern übernehmen. Ja. Ja, dann bedanke ich mich erstmal recht herzlich und wir können ja einfach noch locker die Zeit nutzen im Gespräch, wir uns austauschen, uns die Kunst ein bisschen lebendig herholen, ein bisschen fachsimpeln, theoretisieren, ein bisschen was in Sprache umsetzen. Manchmal ist es auch hilfreich, etwas in Sprache umzusetzen, manchmal ist es dann wieder zu viel und ich glaube, dieses Spiel zwischen Spüren und Intuition und Reflexion, da gibt es bei den alten Griechen gibt's die Vorstellung, dass es am idealsten ist wie eine Acht, die wir uns im Körper vorstellen. Wir haben eine Idee, spiegeln es ab, spüren, was wir dazu empfinden und gehen es wieder zurück. Wenn diese Acht immer hin und her läuft, haben wir eine unglaubliche Verknüpfung zwischen Intuition und zwischen Reflexion. Wenn wir zu sehr nur im Reflektieren sind, dann fehlt uns die Intuition dazu. Zu sehr eine Intuition ist auch nicht hilfreich, weil da sind auch Intuitionen dabei, die führen uns irgendwo ins Holz. Und deswegen gibt es in der Philosophie ich weiß gar nicht, ob es wirklich ein Gefühl ist, aber es gibt einen Zwischenzustand zwischen Denken und Fühlen und der nennt sich, das ist ein altes deutsches Wort, Gespür. Und das Gespür weiß ein bisschen was vom Denken, ein bisschen was vom Fühlen und hat eine schöne, ich würde sagen, es ist so eine Collage, es ist eine Mischung aus beiden. Wenn ich im Gespür bin, dann habe ich ein bisschen eine Idee dazu, aber auch eine gute Portion Intuition. Und das wünsche ich Ihnen beim Betrachten von Kunst und auch natürlich für Ihr Leben. Mein Leben ist ja auch eine Kunst. Vielen Dank.